würde noch stärker den Horizont im Auge behalten wollen und mich nicht mit den Angestellten und deren Problemen und Eifersüchteleien und Intrigen und was es da alles so gibt. Und das muss jemand machen, der das gut kann, der vielleicht das gut gelernt hat. Wir haben ja Zehntausende von Masters of Business Administration. Also die sind besser als jetzt jemand, der ein tolles Konzept hat und eine Vision hat, was er damit erreichen will. Der reibt sich halt sehr stark auf in diesen Alltagsfragen mit Personal, mit Rechnungswesen, mit Steuer, mit Tausenden von Vorschriften, Verordnungen, Auslegungen von Vorschriften, überhaupt Bürokratie. Das ist gut, wenn man seine Energie nicht da verschleudert, sondern auf den Horizont richtet. Was will ich erreichen? Wo ist meine Idee noch nicht optimal? Was passiert gerade mit meinem Konzept? Welche neuen Herausforderungen, welche Wettbewerber? Das ist genug. Das ist also mehr als ein Normalmensch schon leisten kann. Da können Sie nicht noch 8 Stunden am Tag des Alltags, des Tagesgeschäft machen.